Moin, Dark Anakin, das, Darth Anakin, das habe ich vergessen. Hab's gelesen, hab dran gedacht und hab's wieder vergessen. Ich bin gut. Jo, läuft. One, go. Ja, was ist Shippuden-Liga? Es ist ein Gameboy-Spiel, wie man sieht. Und es basiert auf einem Anime, der ebenfalls lautet. Ich weiß nicht, ob dieser Anime überhaupt es jemals hier in Deutschland geschafft hat. Ihr seht, dass diese Figur, ja, Maske, Masken trägt und irgendeinen Schläger hat. Der Clou dieses Spiels ist, all diese, also er kann sich verwandeln und all diese Verwandlungen basieren auf Sportarten. Jetzt aktuell hat er die Hockeyfigur, den Hockeymann. Fragt mich nicht, wieso, wie sein richtiger Name lautet. Den nennen einfach Hockeymann. Und was ihr hier seht, ist, dass er überwiegend Feinden ausweicht. Also er bemüht sich jetzt gar nicht, sie zu besiegen. Das kostet Zeit, unnötige Zeit. Und er nimmt dabei auch halt ein bisschen Schaden in Kauf. Also er meinte eben auch, die Hitboxen in diesem Spiel sind wohl, ja, sehr interessant, um es mal so zu formulieren. Okay, er hat jetzt eben extra Schaden genommen, um halt besser durch diese Feinde durchzukommen. Und Bosskampf. Oder auch nicht. Weil das, ach ja, stimmt, das ist jetzt das Ende des ersten Stages und das ist auch einer der wenigen Momente, wo wir Feinde wirklich besiegen. Aus wie ein Dragon Punch bei dem Viech, ey, ganz ehrlich. Kann sein. Nein, hast du kein Street Fighter gespielt? Ich hab's gesehen, aber ich hab's noch nie gespielt. Ah, okay. So, der Boss, ja, Tritte und Drehsprünge sind die Mittel des Weges, um ihn zu besiegen und wir nehmen dabei extra Schaden an. Und da ist er down. Und wir kriegen eine neue Verwandlung. Nämlich ihn, den Boss, den wir eben besiegt haben. Darf Kido, oder? Hm? Ja, ciao Veni, Entschuldigung. Das ist Hapkido, oder? Ich hab das jetzt akustisch nicht verstanden. So. Das ist doch Hapkido, oder? Oder Daikido, irgendwie heißt doch diese Kendo. Sportart. Kendo hat er jetzt. Er hat jetzt den Kendo-Mann. Okay, dann ist das Kendo. Interesting. Kendo ist halt diese japanische Art, mit Bambusschwertern dann zu kämpfen, quasi. Ah, okay. Vagranter, es kommen noch gute Spiele und das ist auch ein gutes Spiel. Es ist halt nur ein anderes Spiel. Jede dieser Figuren, die halt auswählt, hat halt verschiedene Fähigkeiten. Und wie es ein Kendo-Mann hat, kann er halt sich in Wände reinkloppen und sich dadurch fortbewegen. Das ist übrigens der Baseball. Man. Oder Junge. Oder was auch immer er jetzt ist. Der Baseball-Guy wird übrigens im Laufe des Spiels eher selten funktioniert, weil er einfach nicht allzu viel auf Lage hat. Besser ist es wirklich, wenn man diesen Hockeymann und diesen, ja, auch noch ein paar andere Figuren zur Verfügung hat. Diese Drehsprünge sind natürlich sehr elegant. Sehr hilfreich und... Ah, noch nicht. Sagt diese Sprünge, wo er sich um sich selbst dreht, das sieht 1A aus wie Dragon Punch, ohne Quatsch. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht, wer das Spiel... Mal kurz nachgucken. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wer das Spiel entwickelt hat. Und dann nennen wir es für die Leute, die sich ansonsten wieder aufregen, Hadouken. Okay. Ey, nicht Hadouken. Verdammt! Shoryuken. Shoryuken, genau. Ich verwechsel jedes Mal im Kopf. Macht nichts passiert. Guter Wrestler verprügen sich mit Kendos. Ah ja, ist okay. Und der nächste Bosskampf. So, jetzt benutzen wir den Baseball-Guy ausnahmsweise mal. Und im Prinzip, wir schmeißen andauernd diese Bälle auf ihn zu
Und da ist er down. Und jetzt nutzen wir den Hockey-Guy und treten mir einfach zu. Und hoffen, dass er jetzt gleich down ist. Ansonsten müssen wir zum Kendo-Guy wechseln. Okay. Ja, oder wieder Fiber Uppercut. War gerade da, hast du auch wieder recht. Okay, und da ist er down. Und jetzt haben wir den Basketball-Typen. Und jetzt haben wir ein kleines Match. Hi, Dark the Devil. Morgen. Wow, warum bist du hier? Ich bin krank. Okay. Also, unser Ziel ist es, diese Baseballs, diese Baseballer zurückzuschlagen. Und zwar so, dass sie den Gegner treffen. Aber wie ihr seht, das ist alles andere als einfach. Und schlaf gut, Okami, Kato. Ja, ciao, und Okami. Treffer. Es hat ein bisschen was von Mega Man, Imbiss Bronco. Also, aktuell hat er kein Fortune. Aktuell hat er kein Glück. Jawohl, Treffer. Ja, aber nicht bei dem Spielcharakter-Treffer. Geht's dir gut, Extreme? Oder hast du irgendwelche Probleme aktuell? Stör dich nicht an Extreme, der ist immer so. Mach ich ja nur, ich mein, ich darf doch, oder? Ja. Okay, kommt schon, Treffer. Jawohl. Ah, ja, Mann, so, schon wieder daneben. Bei so alten Spielen, das Problem ist, du kannst halt nicht genau sehen oder berechnen, wie der Ball auf den Schläger auftrifft, damit du dann den Ball korrekt zurücksteuern kannst. Das geht halt nicht. Weil bei den alten Spielen, das geht halt nicht. Ja. Dafür muss man kein altes Spiel sein. Dafür kann man auch ein neues Spiel sein. Und da ist er down. Weil wenn die Programmierung einfach nur schlecht ist mit dem Erkennung von wo wurde ich getroffen, bla bla bla, dann kann es auch ein Spiel aus 2017 sein und kacke sein. Wir haben einen neuen Charakter, den wir jetzt benutzen, und zwar den American Football Typen, der halt in der Luft chargen kann. Also dieses Vorwärtssprinzen. Was wir sehr extensiv nutzen werden. Okay, er hat sich jetzt eben von diesen Stacheln extra treffen lassen, um halt einen Supercharge zu kriegen. Und dieser Basketball-Typ kann halt springen wie ein Affe, also er kann wirklich enorm hochspringen, was wir eben gesehen haben. Wieder der American Football-Typ. Er wird wahrscheinlich am meisten genutzt, weil der so cool nach vorne dashen kann. Also, nahezu jede Figur wird eigentlich gut benutzt, weil die auch wirklich gebraucht werden. Oh, okay. Jede Figur hat halt ihre Vorteile. Also, dieser American Football-Typ hat halt diese Dash-Attacke. Der Kendo-Typ kann sich halt mit seinen Kendo-Schwertern in den Wänden. Festhalten und der Basketball-Typ kann halt wie ein Affe springen. Und Bosskampf! Und wir lernen den nächsten Charakter kennen. Oh, doch nicht. Also in dem PB-Video, das ich gesehen habe, hat er sich in einen Karate-Typen verwandelt. Reichhatten haben sie rausgefunden, dass der so schneller geht. Und das ist jetzt der Eishockey-Typ, den wir jetzt erhalten haben. Und jetzt haben wir das Basketball-Minigame. Und wir müssen halt Bälle in die Körper werfen und uns nicht allzu sehr von den Bällen des Gegners treffen lassen. Und da ist erledigt. Das war nett. Nett und manchmal frage ich mich echt, was haben die ganzen Japaner geraucht, um auf solche
Ideen zu kommen. Ich denke, umgekehrt fanden die sich auch manchmal, was die Europäer gerocht haben, wenn die einige von unseren Dingern sehen. Es ist halt immer eine Kultursache, Dark the Devil. Ich weiß. Sag dazu nur Tentakel. Ja. Everything is done. So, Basketball-Typ in Kendo-Typ und die Wände hochkraxeln und wieder Superchargen und wieder Kendo-Typ. Das geht fließend. Wenn du kurz Zeit hast, kannst du vielleicht die Frage beantworten, wer entscheidet eigentlich, welche Spiele gespielt werden, allgemein bei AGDQ? Es gibt ein Komitee, das halt die ganzen Submissions durchgeht und dann entscheidet, ja, okay, dieses Spiel kommt dran, dieses Spiel kommt dran und dieses Spiel kommt dran. Ich gehe mal erstmal davon aus, dass die erstmal ein bisschen eingrenzen und sagen, ja, gucken wir erstmal, doppelte Einsendung erstmal so gesehen, fast rausfällt dann so gesehen. Das sowieso, also du kannst davon ausgehen, Runs, die über eine bestimmte Zeit gehen, also zum Beispiel ein Final Fantasy 7 PS1 Run, Any Percent, der 7 Stunden dauert. So etwas würde man bei HDQ nicht sehen, weil das würde zu lange dauern. Wie gesagt, dann gucken die noch, wer hat alles für Game XY submitted. Ich sag jetzt mal Super Mario 64 16 Star, wer hat dafür alles submitted. Dann gucken die, ja, okay. Davon nehmen wir auch erstmal nur einen. Erstmal nur. Wie gesagt, damit die das ein bisschen eingrenzen können. Okay, muss ich mal kurz mich orientieren. Okay. Wir nähern uns langsam den nächsten Bossgegner. Und wechseln die Figur. Und das ist unser Karate-Typ, den ich mit Hockey verwendet habe. Und das ist und der Gegner ist halt ein Fußballtyp. Jetzt kein American-Football-Typ, sondern ein Soccer-Typ, ein europäischer Fußballtyp. Aber er ist down. Ja gut, das Problem ist, ne, der Karate-Typ, der hat immer zwischen die Beine getreten und vom Soccer, die tragen halt keinen Sackschutz. GG, ne? So, Soccer, wow, unser Ziel ist es, ins Tor zu schießen. Ach, das ist wirklich ein Feld? Ja. Das, ohne Quatsch, das hat auf Anhieb ausgesehen wie Bugworld. Aber komplett, okay. Erster Imbiss Bonko, welches Game wird eigentlich am besten gerannt? Super Metroid. Eindeutig Super Metroid, weil das bei jedem GDQ vorkommt. Und da ist er drin. Go! Ich glaube, das längste Game, was wir bis jetzt bei GDQ hatten, war 4 Stunden? Nein, das war entweder Final Fantasy 6 oder Chrono Trigger 100%. Die gingen so um die 5 bis 6 Stunden, aber... Chrono Trigger ging 6 oder 7 Stunden, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war ein ewig langer Run. Ja, aber ich sag mal so, es gibt nur wenige Leute, die auch wirklich so einen Run am Stück wirklich gut rüberbringen können. Und Essentia und Puvexil, das sind wirklich erstklassige RPG-Speedrunner. Die machen sowas hauptsächlich. Und die können das auch. So, letzte Stage. Slater, dieses Event kann sich natürlich halten. Es ist ja nicht ein Spiel, was 30 Minuten geht, sondern es sind 170 Spiele über 7 Tage verteilt, 24 Stunden am Tag. Und es geht auch gar nicht, dass sie sich halten, sondern dass die es geht um die Spende an sich und das passiert eigentlich immer wieder. Also die werden auch nächstes Jahr wieder Spenden sammeln, glaubt mir das. Ja, also wir werden es sehen. Okay, finaler Bosskampf. Wir verwandeln uns in Mr. Karate. Nee, erstmal in den Baseball-Typen, weil wir noch nicht beim Bosskampf sind. Ha, war ein Fehler. Also, um es mal zu betonen, diese ganzen Verwandlungen und so, er weiß genau, wo er hinspringen muss. Casual-mäßig müsste man jetzt diesen ganzen Level Perpetis durchforsten. Und er macht es einfach so, ja, ich verwandle mich in der Luft, in Football-Typen, dann in Kendo-Typen und ja, GG, have fun, ich hab's geschafft, weiter geht's im Tag der Bossgegner. Final Fantasy 1, bestest du. Ich hab ja auch gedacht, ich hätte dieses Jahr bei AGDQ den längsten Run, aber nein, habe ich nicht.
in Anführungszeichen nur den zweitlängsten mit Paper Mario. Der längste ist Final Fantasy. Wie lange dauert ein Final Fantasy? Ich dachte, Final Fantasy hat ein Estimate, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, von 4 Stunden und Paper Mario von 3 oder 3,5. Okay, ich gucke okay, der finale Bosskampf. Wir verwandeln uns in Mr. Karate. Sollten wir eigentlich. Das ist übrigens das einzige Mal, dass wir jetzt dieses Menü gesehen haben. Okay, ich bin jetzt gerade etwas irritiert, weil er jetzt, okay, jetzt hat er Karate genommen, jetzt schlägt er auch auf ihn ein. Er versucht ihn wirklich zu treffen und muss jetzt gleich den Charakter wechseln. Oh, nee, er hat's geschafft, GG. So, dann gerade ganz kurz reingeschmissen, weil es gerade passt. Final Fantasy hat ein Estimate von 4 Stunden und 20 Minuten. Und Paper Mario hat ein Estimate von 3 Stunden und 40 Minuten. Okay. Und GG, Banda hat das entwickelt. Ed Jones Restream, ich soll euch herzlich von meinem Kollegen grüßen. Ohne euch würde die Woche nur halb so viel Spaß machen. Dankeschön, Dokarius. Grüße zurück. Und GG natürlich. Nice run. Nice. Maybe not the one run I wanted, but not bad for a marathon run. And yeah, that was Shippu Iron Leaguer. It's a really short, really fun Game Boy platformer. Hope everybody enjoyed it. Give some quick shout-outs to Kit KJ Ryan.